Moin Leute, willkommen bei Heidebrix. Schönen dritten Advent wünsche ich euch. Jo, Leute, Weihnachten rückt näher und es wird langsam ein bisschen stressiger, man merkt's. ja, war viel los diese Woche. Ich habe hier gerade noch ein Paket gepackt. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, weil ich muss jetzt gleich runter den Tannenbaum schmücken. Oh, wir haben heute Montag und die erste Bestellung ist reingekommen. Von gestern noch, vom Sonntag. Und zwar etwas Weihnachtliches. Den Darth Vader mit Christmas Sweater. Oh, den packen wir aber schnell zusammen. Da haben wir ihn schon. Ja, wirklich noch top in Schuss. War ja aus meinem Adventskalender. Danach lag er nur in der Packung. Vielen lieben Dank für deine Bestellung. Dazu gibt es noch ein bisschen Naschi für Weihnachten. Jo, viel Spaß damit und ab zur nächsten. So, hier mal wollte ich euch mal zeigen, wie ich mein Gebraucht-Lego prüfe. Und zwar nehme ich hier meine schöne Lampe, um wirklich zu gucken, wie die Platten aussehen. Und klar, Gebraucht-Lego ist kein Neu-Lego, aber wenn die Lunken zu groß sind, werden sie aussortiert. Genau, und wenn wir denn so eine Ecken wie hier haben zum Beispiel, da würde ich dann schon sagen, die nehme ich raus. Das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist natürlich. Da haben wir auch nochmal so eine. Tatsächlich sind bei dem Konvolut, das waren die ein bisschen mehr zerkratzt. Ja, hier sieht man auch überall sehr viele Lunken drin. Ich bin mir da manchmal auch nicht so sicher, was ich da machen soll. Wenn ich mir unsicher bin, nehme ich sie lieber nicht in den Shop rein. Wie handelt ihr denn das? Mal an die anderen Bricklink-Händler. Würdet ihr solche Sachen noch, wobei den würde ich jetzt noch mit reinnehmen. Eine so eine kleine Ecke hat, das ist okay. Wie macht ihr das denn? Wenn ihr ein bisschen Gebrauchsspuren habt, ist das für euch schon Ausschussware oder ja, gehen die mit in den Shop? Wobei, das können natürlich auch mal die anderen beantworten. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Den nehmen wir auch mit rein. Sehr schön. Weiter geht's. Ja, wir haben immer noch Montag. Da kommt die nächste Bestellung rein. 6 Teile, 2 Lots. Und zwar haben wir immer 6 Felgen und 2 Motorenhalter. Ja, genau den Mindestbestellwert erreicht. Ich vermute, er brauchte die Halter und hat dann die Felgen noch so mitgenommen, damit es passt. Jo, packe ich schnell zusammen und dann geht das Ding heute auch noch über den Hof. Jo, da haben wir das schon. Hier die beiden Halter, den Motor habe ich dazu auch noch, den wollte er aber nicht haben. Und die Felgen. Genau, und hier habe ich ein liebes Paket bekommen oder ein Paket bekommen von dem lieben Lars mit den ganzen gebrauchten Zipptüten, die er nicht mehr brauchte. Dass wir die wiederverwenden. Da kommt das gleich rein. Dann gibt es dazu noch ein bisschen Weihnachtli und ab dafür. Auf zur nächsten. Tja, Leute. So schlecht die letzte Woche war, so gut startet diese hier. Da bringt man kurz mal die Kleinen ins Bett. Zack, 2 Bestellungen. Zwar klein, aber fein. Genau, wir haben einmal ein Item. Und zwar den neuen Voltmotor aus dem Konvolut, wo ich ja vorhin schon die Halter von verkauft habe. Jo, dann packe ich den gleich mal ein. Ist übrigens nicht der gleiche Besteller, sondern jemand anders. Jo, wunderbar. Dann zeige ich euch nochmal die nächste. Ja, hier haben wir 16 Items in 2 Lots, und zwar die Fliesen mit den Koi-Karpfen, die Translight-Fliesen, aus dem Stillen Garten. Genau, hat er fast alle aufgekauft. Das war's auch schon. Die beiden Sachen nur. Oh, wunderbar. Auch dafür schönen Dank. Packe ich schnell zusammen. Und dann geht das Dienstag noch in die Post. Schnell gepackte Bestellung. Sehr schön. Kann man nochmal schnell vom entspannten Abend mit der Frau auf der Couch nochmal schnell zusammenpacken. Sind ja auch keine Bestellung von Lars. Vielen Dank euch beiden dafür. Genau, einmal hier die Fische, einmal den kleinen Motor. Den hatte ich ja auch vorher einmal getestet. Der läuft auf jeden Fall. Jo, und dann kriegt ihr natürlich auch noch ein bisschen was zum Weihnachten. Das wird jetzt verpackt und geht morgen dann raus. Jo, vielen Dank. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben ja erst Montag. Reingehauen. Ja, vielleicht soll ich öfter mal sagen, dass nicht genug Bestellungen reinkommen. Die 4. Bestellung vom 11. Dezember. Eine Minifigur. Ein Chewbacca. Jo. Wieder ein kleines, schnelles Ding. Packe ich schnell zusammen und ab in die Post damit.
Jo, haben wir fertig gepackt. Dazu gibt es noch ein kleines Weihnachtslied. Hoffen wir mal nicht, dass Chewbacca das alles auf isst. Jo, Leute, Freitagabend. Hoch die Hände, Wochenende. Ich habe gerade 2 Stunden gebraucht, um die Kleine ins Bett zu bringen. Aber egal, jetzt machen wir noch ein bisschen Lego. Und zwar habe ich eine Bestellung bekommen, heute, von dem lieben Julian, von der Multiverse of Brickness, die 2. Bestellung von ihm. 225 Teile, 30. Lot, genau. Ja, hier geht ein bisschen was Meeresmäßiges raus. Und auch so ein paar Trans-Clear-Teile, ein paar Pflanzenteile. Hier. Eventuell ein bisschen was mit Wasser. Okay. Projektil-Luncher. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die mal verkaufe. Da muss ich ihn nochmal fragen, was er damit vorhat. Oder wir gucken einfach bei seinen Videos rein. Da werden wir bestimmt sehen, was er damit macht. Ach, guck mal hier. Auch den schönen roten Busch hier. Genau, noch ein paar Trans-Clear-Teile, die gebrauchten. Und ja, den 20 Jahre Han Solo. Und das ist ganz witzig. Ich habe mir nicht heute bei eBay Kleinanzeigen ein Konvolut gekauft. Und da ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Aufkleber oder ein Print war, bei diesen 20 Jahre Star Wars Sets. Damals waren ja, war auch so eine Plakette bei. Und das hatte ich Julian dann auch geschrieben. Und kurz bevor ich ihm das geschrieben habe, hat er diese Bestellung aufgegeben und hat diese Figur gekauft. Und mit Glück habe ich im nächsten Konvolut eine von denen, ich glaube es waren 5, das kriege ich nochmal raus, gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, mit Glück habe ich da auch noch so eine Figur drin. Das sehen wir dann nächste Woche. Ich packe das Ding mal fertig und dann zeige ich euch das nochmal. Bis gleich. So, my friend, hier haben wir deine Sachen. Jo, den kleinen Busch habe ich mal einzeln gepackt. Dann haben wir die Use-Teile. Habe ich einmal beschriftet. Den Solo. Der ist wirklich wie neu. Den habe ich nur rausgeholt aus der Packung. Zusammengesteckt, dann stand er an der Vitrine und danach ist er in diese Tüte gewandelt. Na gut, nicht ganz. Zwischendurch lag er noch in einem anderen Karton. Hier haben wir die Neuteile. Unter anderem die 1x4 Bricks in Dark Blue Grey. Davon braucht er ein paar mehr, weil er da seine Straßen mit weiter bauen will. Sehr teileintensiv. Leider habe ich nicht mehr. Genau. Jo. Hier habe ich dir die Fliesen reingepackt. Ich denke, das sollte alles ganz gut passen zum Rausholen. Hier die Minifiguren in Posebringer. Wie nennt man es? Keine Ahnung. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, hier ein bisschen Crystal Meth. Den Breaking Bad Witz habe ich ja beim letzten Mal schon gebracht. Hat keiner drauf reagiert. Vielleicht bin ich einfach nicht lustig genug. So, ein bisschen Naschi hier für dich und deine Mädels. Warte, dann brauchst du noch einen. Obala. So, ne? Dann kriegt jeder was. Ja, und weil du ein richtig feiner Kerl bist und ein guter Mensch und das richtig, richtig Spaß mit dir macht momentan, gibt es auch noch ein paar von den 1x4 Bricks in Weiß. Hast du mir ja von gesagt, dass du vergessen hast, die zu bestellen. Gehen heute aufs Haus, mein Lieber. Vielen Dank für deine Bestellung. Wir freuen uns alle auf dein nächstes Update. Schaut unbedingt mal bei ihm rein. Coole Ideen, die er da hat. Feiner Kerl. Jo, dann schauen wir mal, wie es noch weitergeht. Reinhauen. Ach so, Leute. Julian hat ja bei seiner Bestellung den Gutschein eingelöst, den ich ihm schon vor längerer Zeit mal ausgestellt hatte. Und bis Weihnachten gibt es noch ein bisschen Geschenke. 10% Gutscheine, wenn ihr mich über Bricklink anschreibt und meinen YouTube-Kanal erwähnt, dann schicke ich euch gerne einen 10% Gutschein, den ihr dann natürlich auch nach Weihnachten noch einlösen könnt. Jo. Merry Christmas! Uiuiuiui, ich habe Post bekommen. Ja, und zwar von dem lieben Chris von CM Brickerino aus Österreich. Da habe ich bei dem 100 Abonnenten-Special Glück gehabt und habe gewonnen. Jo. Und da dachte ich, schaue ich mal zusammen mit euch rein. Ich habe das schon aufgezogen, aber selber noch nicht reingeguckt, wobei ich eigentlich weiß, was drin ist. Genau, ich drehe das mal so um, weil man da sonst die Adresse vielleicht sehen kann. Die Absenderadresse, das wollen wir natürlich nicht spoilern. Ich ziehe das alles mal raus. Oh, was haben wir da Schönes? Jo.
Und zwar habe ich gewonnen einen Polybag von, oder ich weiß nicht, wie nennt man diese Pappdinger? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist ja kein Polybag, sondern Pappobag. Ja, ein Luke Skywalker. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Aus dieser Schneewelt, glaube ich, ne? Oh, jetzt werden mich alle steinigen. Hoss? Heißt das Hoss? Ja. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und der Kollege hier, der wird einen ganz besonderen Platz kriegen. Da oben. Bei der Würstchenclub-Garage. Oder irgendwo. Da werde ich mir irgendwas einfallen lassen. Das freut mich sehr. Ja, der liebe Chris hat sich bei der Auslosung auch sehr gefreut. Wir hatten vorher immer schon so ein bisschen Kontakt. Ja, sind quasi fast gleichzeitig mit YouTube und Bricklink gestartet. Ich verlinke ihn auch unten in der Beschreibung und zeige euch gleich nochmal. Ich habe hier gerade seinen Kanal offen, aber zeige ich euch gleich nochmal direkt. Jo, und dann habe ich hier die Explorer Wundertüte. Cool. Zwei Hefte, zwei Extras. Genau, und zwei von sieben Bausätzen. Ach, ich bin ganz ehrlich, dieses kleine Schiff, ne, da hätte ich jetzt Bock drauf. Wollen wir mal reingucken? Komm, wir gucken mal rein. Da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Dann nehmen wir das erste raus. Okay, das ist die Rückseite. Und Trommelwirbel. Eine Spinne. Cool. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich muss gestehen, ich kenne diese Hefte nicht. Aber, oh, guck mal hier, haben wir gleich was für die Mädels. Kann sie ein bisschen malen. Ja, da schaue ich mal in Ruhe rein. Dann gucken wir mal das nächste an. Da haben wir das Feuerwehrauto. Ach, cool. Große Titanic. Und dann sind die Hefte. 1,23 und das andere ist von 9,22. Okay, ist alles schon ein bisschen älter. Ja, leider nicht. Ach, guck mal, hier haben wir auch eine Bauanleitung. Zum Aufschneiden. Das ist ja auch witzig. Ja, leider nicht das, nicht das kleine Piratenschiff. Das hätte ich wirklich gerne gehabt. Aber auch cool. Chris, vielen lieben Dank. Cool, dass du das gemacht hast. Cool, dass ich gewonnen habe. Genau, jetzt nehme ich euch nochmal schnell aus der Halterung hier. Hier ist sein Kanal. 121 Abonnenten mittlerweile auch sogar schon. Oh, geht ja auch ordentlich voran bei dir. Gut, dann überlege ich mir mal, was ich damit mache. Der Luke Skywalker bleibt auf jeden Fall bei mir und ich glaube, die Polybags kriegt, ja, den Feuerwehrwagen kriegt meine Große und die Spinne kriegt meine Frau. Die kann mir nicht mit Spinnen so richtig viel anfangen. Jo, das wird lustig. Jo Leute, schönen dritten Advent. Wir haben heute Sonntag und gestern kam noch eine Bestellung rein. Die wollte ich euch grob einmal kurz zeigen. Genau, schwarz, gelb und trans-red Teile und ein paar Scheiben, also so Windschutzscheiben, Raumschiff, Kapsel. Fast alle Lots dann auch immer aufgekauft. Aber auch mal so ein paar Lots genommen, die nicht so häufig verkauft werden, glaube ich, hier gut. Davon habe ich auch nur einen. Sind auch Teile, die ich jetzt gerade die Woche erst hochgeladen habe. Auch hier die geprinteten Light 1x1 Round Tiles. Die habe ich aus irgendeinem Konvolut mal rausgeholt. Da freue ich mich immer, wenn sowas weggeht, dann erkennt man das wieder. Oder auch hier die Fliese. Die 1x8 Bar. Genau hier. Raumschiff Windscreen. Hier sind noch zwei Windscreens. Ich glaube, das sind die, müssten ja die aus dem Nissan Skyline sein. Da hat er zwei Stück sich von gegönnt. Ja, da freue ich mich sehr. Auch hier diese Teile, die tatsächlich auch nicht so günstig sind für so eine 1x1 Fliese. Ist halt auch ein älteres Teil. War in den großen Konvoluten drin, so Mitte der 90er. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt, die Teile, aber könnte man echt gleich mal nachgucken. Schauen wir mal. Jo. Genau, und dann zieht sich das hier so durch mit schwarz-gelb, bisschen trans und am Ende kommen wir auf 378 Teile in 50 Lots. Da freue ich mich sehr. Bin wieder unter die 30.000 gerutscht, da muss ich nachher nochmal nachsteuern. Jo,
dann packen wir das mal zusammen. So, für euch ein paar Sekunden. Ich war zwischendurch nochmal Weihnachtsbaum umsägen. Den bauen wir auch gleich nochmal auf. Genau, wir waren hier bei uns. Gibt es so einen Weihnachtsbaumverkauf zum selber sägen. Da haben wir uns gerade einen geholt. Und jo, jetzt habe ich das mal eben fertig gepackt. Das sind die ganzen Neuteile. Ihr seht schon, alles sehr schwarzlastig. Hier die Scheiben habe ich auch alle einzeln eingepackt, einfach um Kratzer zu vermeiden. Genau, das kommt dann gleich alles noch dazu. Hier haben wir die Use-Teile, auch Use-Teile gekauft, die zu den neuen auf jeden Fall passen. Genau, alles schwarz-gelb mäßig hier. Hier hatten wir noch ein paar bedruckte Teile dabei, genau. Ja, super Bestellung, vielen lieben Dank. Bisschen was Süßes zu Weihnachten gibt es auch noch dazu. Und ja, das Video kommt ja heute noch. Paket geht morgen früh raus. Vielen lieben Dank. So, Päckchen ist gepackt. Jetzt haben wir noch ein Problem. Wir sind wieder unter 30.000. So kann ich die Woche nicht schließen. Ich guck nochmal eben. So, ich snack die Teile noch schnell in den Shop rein hier. Den kleinen Hotdog-Wagen, der hat 42 Teile. Und dann habe ich die beiden schwarzen hier noch. Und soll das gar nicht reichen, nehmen wir die noch. Schieben wir uns das ein bisschen zusammen. Ja, kriegen wir doch hin. Machen wir schnell. So, Leute, eine ereignisreiche Woche geht zu Ende. Der Tannenbaum steht. Wir bauen unseren jetzt auch gleich auf. Und ich habe die paar Teile noch hochgeladen. Und ja, wir sind wieder über 30.000. Ohne Scheiß, ich habe es nicht abgezählt. Ich habe einfach erstmal die beiden Dinger gegriffen und den ganzen Schwarzkram, was ich euch eben gezeigt habe, 30.001. Das reicht mir für die Woche. Vielen lieben Dank. Mittlerweile sind wir bei 35 Orders, 23 Fans und 34 Bewertungen. Da kommt ja bald auch der nächste Stein. Da freue ich mich doch sehr. Ja, habt noch einen schönen dritten Advent und einen tollen Wochenstart und schauen wir mal, was nächste Woche so kommt. Ciao, ciao.